Nirgendwo sonst wie in den Städten und Gemeinden erleben die Menschen staatliches Handeln so hautnah wie in den Kommunen. Und in einer Zeit, wo Globalisierung bis hin zu anderen Bedrohungen wie internationaler Terrorismus, der bei uns zu Hause inzwischen ankommt, vor der Haustür in der Nachbarschaft, gerade bei solchen Entwicklungen, die Verunsicherung auslösen bei Menschen, die auch zu Ängsten führen, können die Städte und Gemeinden den Menschen wieder Sicherheit geben. Sie haben das Thema Sicherheit angesprochen. Gibt es da Vorschläge von der KPV? Wir sprechen von einer neuen Sicherheitspartnerschaft zwischen Kommunen und der Polizei. Nicht um der Polizei Aufgaben wegzunehmen, sondern ganz im Gegenteil, um miteinander zwischen Polizei und kommunalen Ordnungsdiensten für mehr Sicherheit zu sorgen. Was macht eine Kommune besonders lebenswert? Eine Kommune wird dann als lebenswert empfunden, wenn sie den Menschen ihre Grundbedürfnisse erfüllt. Dazu gehört eben auch das Thema der Sicherheit, sicher leben zu können. Aber es sind auch die vielen anderen Grundbedürfnisse, die eine Familie an eine Gemeinde, an ihrer Stadt hat. Ob das der Kindergarten ist, ob es die Schule ist, aber dass die Straßen in Ordnung sind, dass das öffentliche Bild ordentlich ist, der öffentliche Raum nicht vermüllt wird. Das sind Grundbedürfnisse, die die Menschen an ihre Kommune richten. Was sichert die Attraktivität einer Kommune für Unternehmen und ihre Mitarbeiter? Als KPV haben wir über Sicherheit umfassender diskutiert. Zum einen über diesen Kernbereich der öffentlichen Sicherheit, aber es geht auch um sichere Arbeitsplätze, um die Sicherheit bei der Infrastruktur, sichere Stromversorgung. Und das sind Aufgaben, die die Kommunen wahrnehmen können. Wir sprechen hier von der Daseinsvorsorge. Und wenn ich an den ländlichen Raum denke, da sprechen wir eben auch über viele Dinge der Daseinsvorsorge, der medizinischen Versorgung, wo wir als Union ja auch im Bund die Gesetze jetzt geschaffen haben, dass Kommunen eigene medizinische Versorgungszentren einrichten können, dann wenn sonst eben keine Ärzte vor Ort mehr da sind. Und so geht es um die gesamte Sicherung der Lebensbedürfnisse der Menschen. Und dort, wo es eben selbstständig in der Wirtschaft nicht mehr geregelt wird, weil weniger Menschen da sind, gerade auf dem Lande, oder weil es sich wirtschaftlich nicht trägt, da kommt den Kommunen eben eine große Bedeutung zu, hier die Grundbedürfnisse der Menschen wieder zu sichern.